Hallo. Ja, ich habe mir heute ein paar Gedanken gemacht oder die Gedanken zum Reichsein, zum Vermögensein, zu Reichtum sind zu mir gekommen, weil es ist ja immer die Frage, was bist du für ein Match, für ein energetischer Match? Wozu bist du ein energetischer Match? Und hier ist auch ein Ort, wo Reichtum, viel Geld einem die ganze Zeit vor Augen gehalten wird. Gehe mal kurz mit euch da Richtung Marina. Ja, das sind Boote. Ich habe nicht mal Ahnung, was das kostet, oder? Was so ein Boot kostet. Und was kostet so ein Boot? Keine Ahnung. Ich meine, das ist hier jetzt so ein Tourismusboot, aber dahinter seht ihr tonnenweise in allen Größen und Variationen das schwarze Boot. Hallo, Mürivet. Das schwarze Boot neben den anderen Booten sieht ja wirklich aus, als wäre es ein kleines Boot, ja, aber ich kenne jetzt die Brotpreise nicht, aber realistisch gesehen, da hinten seht ihr jetzt noch hier wirklich eine Luxusjacht nach der anderen. Ja, ich habe keine Ahnung, wie viel Millionen so ein Boot kostet. Ich habe mich noch nie damit beschäftigt. Aber die Frage ist wirklich, Reichtum, wo kommt der her? Wer hat den? Wie kann man den kriegen? Und es gibt ja ganz, ganz viele Geldcoaches, Moneycoaches, Reichtumcoaches. Und die Hauptdevise ist ja mal, du musst wissen, wie reich ist, du musst wissen, wie sich reich anfühlt, du musst wissen, wie man reich denkt. Lerne das von den Reichen. Und da ist mir heute Morgen ganz, ganz sonnenklar geworden, dass es ein sehr einschränkender Ratschlag ist, ja? Weil das, was du siehst, was Reichtum ist oder was du als Reichtum beurteilst, was du als Reichtum gelernt hast, das ist oft nicht das, was du eigentlich toll findest. Ja, ich habe euch jetzt diese Luxusjachten gezeigt. Da können wir uns Geschichten ausdenken über die Besitzer. Wir können uns Geschichten ausdenken, wie die ihr Geld verdienen. Wir können uns Geschichten ausdenken, wie die leben, wie die ihr Leben führen, wie die sich fühlen, ob die glücklich sind, ob die erfüllt sind. Und selbst wenn ihr diese ganzen Besitzer von diesen Booten kennenlernen würden, wäre es immer noch unsere Geschichte. Ist es nicht spannend? Jeden Menschen, den wir kennenlernen, egal wie viel Geld er hat oder was er macht oder was er für einen Lifestyle hat, jedem Menschen geben wir die Geschichte anhand dessen, was wir sehen oder auch was diese Personen uns erzählen. Aber es ist letztendlich immer wieder unsere eigene Geschichte. Und wir tendieren dazu, eben so üble Geschichten draus zu machen. Ja, das sind korrupt, das ist Schwarzgeld, so viel Geld kann man gar nicht auf ehrliche Art und Weise verdienen. Und so weiter und so fort. Und meine wichtige Message hier ist, es ist, was es auch immer ist, es ist deine Geschichte. Es ist deine Geschichte. Es hat nichts mit der Person zu tun, der jetzt zum Beispiel diese Yacht da drüben gehört. Ja, das hat, auch wenn du diese Person oder irgendeine Person persönlich kennst, die eine Yacht hat oder die wirklich reich ist, die viele Häuser hat und so weiter und so fort. Letztendlich
machst du aus jeder Person, aus jeder Bekanntschaft, machst du das, was du draus machst. Du bist der Schöpfer, du bist der göttliche Kreator, du bist die Person, die entscheidet, wie die Situation ist. Du entscheidest, was du gut findest, du entscheidest, was du schlecht findest, du entscheidest letztendlich für deine Werte, du entscheidest dich für deine Werte. Und wenn etwas außerhalb deiner Werte liegt, was auch wieder deine Interpretation ist, ob etwas deinen Werten entspricht oder nicht, dann lehnst du das ab. Und gerade mit dieser Geldgeschichte, mit den Geldstories, da haben wir ganz klare Werte, oder? Wir haben ganz klare Werte, wie Geld sein darf, wie Geld zu uns kommen darf und auf welche Art und Weise wir bereit sind, Geld anzunehmen und sogar wir entscheiden, wie viel Geld wir bereit sind anzunehmen, wofür auch immer. Wir entscheiden sogar, wie viel Geld wir bereit sind, geschenkt bekommen. Das zeigt sich ja so oft bei Leuten, die tatsächlich doch noch im Lotto gewinnen, dass die ganz, ganz schnell dieses Geld wieder verlieren, weil sie kein energetischer Match zu dieser Summe sind, die sie gewonnen haben. Sie sind kein energetischer Match zu, keine Ahnung, wenn du eine Million gewinnst und wenn du nicht ein energetischer Match zu einer Million bist und weißt, wow, Achtung, kommt wieder was. Hier. Ah, fährt's gerade raus. Ja, wenn du kein energetischer Match zu einer Million bist oder mehreren Millionen, egal auf welche Art und Weise du es schaffen wirst, mal so ein Geld zu dir zu bringen, zu dir zu ziehen, anzuziehen, Vermögen wirst du nur anhäufen können, wenn du dein energetischer Match erhöhst, wenn du deine Geldschwingung erhöhst, für die du zur Verfügung stehst. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil viele, die ich kenne, die sind in der Lage, jedes Mal, wenn sie Geld brauchen, Geld anzuziehen. Und dann ist es wieder weg. Und dann braucht es wieder irgendeinen Grund, um Geld zu kreieren. Geld anzuziehen, um eben, du hast hier einen Wunsch, ja, und da unten ist deine Geldenergie. Und mit diesem Wunsch steigt dann deine Geldenergie und dann erfüllst du dir diesen Wunsch. Aber nachher hast du diesen Wunsch, aber du hast keine Geldenergie, du hast keine Vorstellung, du hast keinen Geldraum, du hast kein Selbstbild, keine Identität mit einem gewissen Vermögen. Und auch diese Identität gilt es zu kreieren. Wer bist du? Du mit, keine Ahnung, mit Millionen, die du im Jahr verdienst zum Beispiel. Wer bist du? Und zwar, wer bist du, dass du dich so verdammt liebst mit so viel Geld, dass du ausflippst und ausrastest? An dir selber, an deiner Persönlichkeit, dass du dich so sehr in diese vermögende, reiche Version von dir verliebst. Und da geht es wirklich nur um deine Wunschversion von dir mit viel Geld. Da geht es nicht darum, wer andere mit viel Geld sind oder waren oder in deinem Bild sind oder wer andere mit viel Geld, wie die das verdienen und so weiter und so fort, sondern du entscheidest. Und das ist so, so wichtig, dass du alles, was du jemals über Geld geglaubt, gedacht hast oder über Personen mit Geld geglaubt, gedacht hast, einfach voll in die Tonne schmeißt und dir erlaubst, es komplett neu zu machen. Dein Geld-Ich, deine Version mit Vermögen. Wie geil und genial diese Version ist, wie sehr du diese Version, diese reiche, vermögende Version von dir liebst. Diese einzigartige Version von dir, die es nur einmal gibt, wo du sagst, das ist diese Person, die liebe ich so sehr, mit so, so viel Geld,
Da geht mein Herz auf, wenn ich diese Person sehe, wenn ich Geschichten schreibe für diese Person, wenn ich für diese Person Geschichten erlebe, wenn ich mit meinem Geld ich meine Zukunft kreiere, meine Visionen habe. Da geht mir das Herz auf, da bin ich begeistert. Und das ist so, so wichtig. Das ist ein wichtiger, wichtiger Punkt, weil wir schauen immer ins Außen. Und dann sehen wir Personen, wie sie Geld handeln, wie sie Geld verdienen, wie sie mit Geld umgehen, was sie mit Geld machen, wie sie ihr Leben führen mit Geld. Und wir ziehen immer wieder einen Rückschluss, dass es für uns auch gelten wird, wenn wir so viel Geld haben, wenn wir uns so viel Geld erlauben, wenn wir so viel Geld uns kreieren. Aber genau das ist falsch, 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 falsch. Es hat dein Geld-Ich, deine Geldperson, deine Geldpersönlichkeit, dein Geld selbst, dein Geld-Selbst-Konzept hat nichts, aber auch gar nichts mit dem zu tun, was andere jemals waren, in deiner Vorstellung gewesen sind oder werden, sondern du alleine musst dir dein Selbst-Ich, diese reiche, diese verdammt reiche, die super reiche Version von dir kreieren, mit der du jeden Tag glücklich aufstehst, durch den Tag gehst, wo du ohne Bedingungen, ohne Wenn und Aber und ich muss, weil ich reich bin, weil ich reich muss, ist das, weil ich reich bin, muss ich großzügig sein, weil ich reich bin, muss ich eben Trinkgeld geben, weil ich reich bin, muss ich das, muss ich das, muss ich das. Wenn du dir das erlaubst, alle Bedingungen zur Seite zu schieben und zu sagen, Reichtum bedeutet, hat keine Konsequenzen, Reichtum hat keine Pflichten, Reichtum macht mir keine Pflichten, Reichtum gibt mir nur Möglichkeiten, keine Pflichten. Weil diese Pflichten, die wir uns da wieder rauskreieren, die kreieren wir uns dann selber, da machen wir es wieder so eng, da machen wir es wieder so, dass wir einfach sagen, nein. Das will ich gar nicht haben. Ich will gar nicht so viel Geld haben, weil ich habe die und die und die und die Pflicht dann. Aber du kreierst alles selber, du machst alles selber. Dein Geld ist ich, ist von dir kreiert. Und jetzt geht es darum, schau dir dein Geld ich jetzt an, dein Geldkonzept, das Konzept, Selbstkonzept mit Geld von dir. Schau es dir an, sei jetzt super todehrlich. Und schreibe es um. Schreibe es so um, dass du dich so liebst mit so viel Geld, dass du diese reiche Version von dir so, so sehr liebst. Und das ist nicht einfach. Das sind Glaubenssätze, Beschränkungen, Limitierungen, von denen du bewusst noch nicht mal irgendeine Ahnung hast, die dich so einschränken. Aber die sind da, die erlauben dir nicht mal irgendwo hinzudenken in diese Richtung. Aber die alle komplett loszulassen, zur Seite zu legen, dich, dein neues Geld-Ich, sowas von neu zu machen, dass es mit keiner Story, mit keiner Geschichte irgendetwas zu tun hat, außer mit dem, was du entscheidest, was für dich richtig und stimmig ist. Das ist deine Aufgabe. Und wenn du diese Aufgabe nicht erledigst, dann wirst du immer dieser energetische Geldmatch bleiben, der du halt gerade jetzt bist oder vielleicht langsam, langsam immer ein bisschen mehr haben, ein bisschen mehr haben. Aber insbesondere, wenn du dir nicht erlaubst, vermögend zu sein, ja, wirklich vermögend zu haben, dann liegt es eben daran, dass du diese Person, dieses Selbstkonzept mit Vermögen, dieses vermögende Selbstkonzept von dir, das du liebst, das du magst, mit dem du sein willst, noch nicht erschaffen hast. Sondern es gibt ein vermögendes Selbstkonzept von dir, das ganz viele Limitierungen noch drauf hat, das ganz viele Bedingungen noch drauf hat, wie soll das gehen und es braucht lange Zeit und so weiter, das soll ich erst gar nicht anfangen, das ist eh nicht möglich und so weiter und so fort. Und das Zeug mal von dir wegzuwaschen, dich komplett reinzuwaschen und sagen, wie sieht ein göttliches Selbstbild von mir aus, das einfach nur vermögend ist, das in absoluter, liebender, göttlicher, höchster, höchster Fülle lebt. Und dich da in diese Version, wenn du sie erschaffen hast, reinzuleben. Das ist der Schlüssel zu Geld und zu Reichtum und zu Vermögen. Und bei uns ist es bei vielen sogenannten Herzensmenschen, spirituellen Menschen genauso, dass da noch der Dreck
klebt, dass da noch diese Bedingungen sind. Ja, wenn ich ein Herzensmensch bin, dann darf ich doch nicht Geld verlangen, dann darf ich doch nicht Vermögen aufwenden, dann muss ich doch arm sein. Dann diese Nonnen-Mönch-Mentalität, ja, das so Zeug ist aktiv, hochgradig aktiv in uns. Und das zu erkennen, um es dann deaktivieren zu können und andere Sachen aktiv zu machen, die eben diese Möglichkeiten und diese Wünsche und Träume, dieses Leben in Reichtum und Fülle erst erlauben. Das ist der Job, das ist der Job und das ist einer der Jobs, die wir machen in die Frau, die alles hat. Und da geht es genau darum, weil diese Limitierungen, die du in Bezug auf Geld hast und deine Geldgeschichten, das sind die gleichen Limitierungen, die du in Bezug auf das ganze Leben hast, die du in Bezug auf Liebesbeziehungen hast, die du in Bezug auf Partnerschaften hast, die du in Bezug auf Kundenbeziehungen hast. Das ist immer dasselbe. Und wenn du das ändern möchtest, wenn du diesen ganzen Armutsgelübde, ja, diese, manche sagen das ja, wir haben da Gelübde abgelegt und wir müssen die zurücknehmen, aber das reicht nicht, wenn du dein Armutsgelübde zurücknimmst. Du brauchst eine Version von dir, eine göttliche Version, die reich ist und in Liebe und in Perfektion und in wunderbar und in Herzensmensch und in all dem, was du dir wünschst, einfach mit Geld. Das ist so eine spannende Geschichte für uns, dass wir das bereinigen dürfen. Und so lösen wir Armut auf, die im Kopf entsteht, die im Kopf weitergegeben wird. Das ist ja fast schon so. Wir leben nicht aktiv in einem Kastensystem, aber dennoch funktioniert es genau gleich. Ja, wir sind in eine gedankliche Kaste, in einen gedanklichen Kasten reingeboren, geboren worden. Und wenn wir da raus wollen, dann müssen wir das niederreißen und nach anderen Regeln leben, ja. Und ja, manchmal fühlt es sich an, als seien wir die Ausnahme dann, weil es eben noch nicht viele verstanden haben, wie es wirklich passiert, wie es wirklich kreiert wird, wie es wirklich läuft, wie der Hase läuft, sage ich immer in meinen Coaching. Weil wir immer noch irgendwie glauben, dass da draußen irgendetwas ist, was einen Einfluss auf uns hat oder ein Lebensumstand, in den wir geboren sind, eine Ausbildung, die wir absolviert haben. Aber es ist alles not so. Es ist alles völlig offen. Du kannst in deinem Kopf alles verändern. Alles, 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 alles. Trau dich und mach die Arbeit, mach die Übung. Werde zu dieser Person, geh in die Transformation. Lass das Alte zurück, wenn du es nicht mehr haben willst. Es ist so bekannt und so kuschelig und. Oh, keine Ahnung, 10.000 auf dem Konto ist ja auch ganz nett. Ja, kann man so sagen. Ja, mehr brauche ich nicht. Ich brauche doch nicht mehr. Ich habe doch alles, was ich brauche. Ja, klar. Aber nimm es als Spiel. Nimm es als Masterspiel. Nimm es als Meisterspiel. Meistere dich. Meiste dein Sein. Mach dein Sein nicht abhängig davon, ob du viel oder wenig Geld hast. Kannst ja auch das Gleiche sein mit viel Geld. Versuch doch mal diese Version. Und das ist das Interessante an Geld. Das ist das Interessante am Spiel des Lebens. Wenn wir das begriffen haben, dann nehmen wir etwas, wir meistern es und wir wissen, dass wir Meister sind, Meister der Kreation. Und eben die Frau, die alles hat, die Frau, die sich alles kreiert, die Frau, die sich nicht limitiert, die Frau, die wächst und größer wird und ihren Raum vergrößert und alle drumherum größer macht. Warum nicht, wenn du es kannst? Nutz doch deine Lebenszeit für was Neues. Ich kann dich nur einladen, wirklich, und du wirst es sehen, wenn du so einen Mastermind-Kreis kommst und bereit bist, dich zu transformieren und alles neu zu machen, dann wirst du eine neue Person. Du wirst von
gesund, du wirst von krank in gesund, du wirst von arm zu wohlhabend, du wirst von traurig zu freudig, du wirst von eingeschränkt zu frei. Und es ist wirklich ein Weg, eine Reise, die du dir erlauben solltest. Und es gibt super, super teure Coachings und es gibt auch bei mir die Möglichkeit, super teuer mit mir zu arbeiten, aber es gibt auch die Möglichkeit, für jeden sein Portemonnaie, für jeden seine Möglichkeit, mal da reinzuschnuppern. Buch dir ein 60-minütiges Mentoring bei einer meiner Mentorinnen. Buch dir 240 Minuten bei einer meiner Mentorinnen. Komm direkt in die Frau, die alles hat. Frag mich an für ein Einzelcoaching, wenn du wirklich sagst, boah, ich brauche dich an meiner Seite, Patricia. Ich bin da. Du musst einfach nur kommen. Also in diesem Sinne, ihr Lieben, ich werde jetzt hier noch ein bisschen fast 40 Grad genießen. Ich liebe es, ja, die Hitze. Hitze ist voll meins. Und wir sehen uns bald wieder. Wenn du das auf YouTube siehst, bitte Thumbs up, abonniere den Kanal. Es gibt wunderbare Inputs. Wenn du es auf Facebook siehst, schreib mir doch noch deine Fragen, deine Inputs dazu oder wo du gerade stehst. Ich möchte, dass alle Frauen die geilste Version von sich auspacken und zu der Frau werden, die alles hat, weil diese Frau lebt in dir, die lebt in mir, die lebt in dir, die lebt in jeder Frau und natürlich in jedem Mann. Und auch der Mann, der alles hat, auch diesen gibt's. Und ja, ich bin dabei, einen Mann in mein Coaching-Team zu ziehen. Alles Liebe, bis dann.